Yes, Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal Dutch Coaster XXL. Ich bin heute wieder nach Phantasialand gefahren, Wintertraum. Also heute nicht einfach so, nicht ohne Grund. Ich bin begeistert von Phantasialand und unter anderem, weil sie ja einfach einen genialen Baustil haben, meiner Meinung nach. Aber ist das auch nur einfach ein genialer Baustil oder hat das vielleicht einen ganz anderen Zweck? Also das bedenke ich mich schon seit Jahren und heute suche ich das mal ein bisschen raus. Und ich hoffe, zusammen mit euch rauszufinden, was dafür gesorgt hat, dass Phantasialand so genial zusammensteckt. Also schön, dass ihr dabei seid. Wir fangen an! Also noch eine Sache. Alles, was ich heute erzähle, alle Theorien, die ich selber bedacht habe, hat nichts zu tun, dass irgendwie stimmt, was ich heute sage. Ich laufe hier schon seit Jahren rum und überlege mich jedes Mal wieder, wie kann man sowas bauen? Und warum baut man das so vor allem? Also alles, was ich heute in diesem Video erzähle, ist einfach nur, weil ich es so im Kopf habe. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr dann auch in die Kommentare reinstellt, ob ich überhaupt recht habe, ob es stimmt. Weißt du es vielleicht, warum so gebaut wird? Habe ich recht, was ich erzähle darüber oder nicht? Stell es in die Kommentare rein, alles könnt ihr reinknallen. Also ich freue mich auf über jeden Kommentar. Also jetzt nehmen wir euch mit nach einem Teil von Phantasialand, wo nicht so viel zu tun ist wie hier. Also wo es richtig, richtig leise und still ist. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Also ich bin in der nördlichen Seite vom Park gelaufen, da wo der kleine See ist, hinten Fantasyland. Ja, hier hat es alles angefangen. In 1967 hat der Herr Schmidt und Herr Löffelhardt hier gesorgt für das Märchenland. Also ganz klein gerade, aber ein paar Fahrgeschäfte gelaufen, so eine Oldtimerbahn und so, war dann auch noch irgendwie, bevor es dann später größer geworden ist. Jetzt ist es hier leise. Hier hört man gar nichts. Das kommt natürlich auch, und das zeige ich euch mal kurz, dass hier überall, ich drehe mal eine kleine Runde, hinter mir Leute wohnen. Und natürlich wird so ein Freizeitpark sorgen für Lärm. Also ich kann natürlich auch verstehen, wenn man hier wohnt, ja, und im Sommer die spielen die Kinder hört, die schreien die Kinder, die schreien die Leute, die in der Achterbahn sitzen und egal was, dass das mal schön ist und dass das mal irgendwie auch ein Geräusch ist, wo man denkt, oh, guck mal da, die haben richtig Spaß. Aber wenn man das jeden Tag hört, wird das natürlich irgendwie ein bisschen nervig. Ja, also jetzt zurückkommend auf der Baustil. Vielleicht ist es auch komplett schon bekannt, was ich alles erzähle. Die Chance ist natürlich voll groß, aber ich höre da so wenig von. Und ich wollte jetzt einfach mal endlich rausfinden, ob der Baustil von Phantasialand dann auch wirklich was zu tun hat mit, dass es hier so leise ist. Weil es muss irgendwie sein. Also ich habe dann auch tatsächlich eine Mail geschrieben in der Phantasialand und das gefragt. Das Einzige, was ich dann zurückbekommen habe, war, dass es hier eigentlich nur alles von die großen Wände gibt und der Baustil so gemacht ist, damit die Welten richtig trennen können. Das glaube ich nicht ganz. Also heute untersuche ich das mal. Wir gehen mal gucken, wie das genau alles zusammensteckt hier in Phantasialand. Ja, und eine von den Fahrgeschäften, der dann schließen müsste, meiner Meinung nach, wegen dem Lärmschutz, weil es hier genau in der Mitte auf der See liegt, ist das Splash Battle, der 2009 hier im Park gekommen ist, Wacko Wato. Also 2021 ist er auch wieder geschlossen und ich denke, dass so 11, 12 Jahren für so ein Fahrgeschäft einfach viel zu wenig ist, dass es geöffnet ist. Also hat da irgendwie was mit zu tun. Ich bin mich da, wie gesagt, nicht 100% sicher. Habt ihr eine Ahnung, bitte stellt es in die Kommentare rein. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, wo das alles so dran liegt und ob es damit zu tun hat, ob wirklich so schlimm ist, dass hier so, dass es dazu führt, dass Sachen schließen müssen. Bin sehr gespannt. Stellt es in die Kommentare rein, wenn ihr eine Ahnung habt. Das hier ist alles meine Theorie. Jetzt gehen wir weiter zu einer von den Fahrgeschäften, der 1988 im Park gekommen ist. Eine Achterbahn im Dunkel. Also das ist, das war Space Center. Danach ist das Temple of the Night Hall gewesen und jetzt ist das Crazy Bats. Also warum eine Achterbahn im Dunkel? Diese Seite vom Park. Wir schauen uns das mal an. Meine Theorie. Aufgepasst. Ja, für die Leute, die mal ein bisschen abschalten wollen von der Energie im Park, also alle Action im Park, ist natürlich mega schön hier hinten der See, der jetzt eigentlich komplett leer liegt. Für Phantasialand ist es natürlich ein großes Drama, weil mit 28 Hektarmeter ist das Park schon nicht so ganz, ganz groß und wäre diese Ecke natürlich ja, eine mega Stelle gewesen, um dann noch mehr zu erweitern. Also für Phantasialand, aber auch für uns, ist es natürlich sehr, sehr schade, dass das in diesem Fall nicht möglich ist. Aber gut. Vielleicht kommt da irgendwo in Zukunft noch mal was ganz Spezielles und da dürfen wir auch drauf hoffen. Also ich verstehe die Anwohner, ne? Verstehe mich nicht falsch. Wenn man hier wohnt, ist es schon eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, dass man vielleicht etwas mehr zusammenkommen könnte, weil Phantasialand natürlich auch für Brühl und für unsere Gegend hier, für die komplette Gegend einfach was ganz Besonderes ist, was ja, vielleicht nur manchmal auch ein bisschen Hilfe braucht von
Also, ja, ich bin mal gespannt, wie das so alles in der Zukunft sich hier in Phantasialand entwickelt. Ich bin mal nach der Rückseite gelaufen von der Indoor-Achterbahn Crazy Bats. Also ich stehe jetzt an der Rückseite, da an der Seite aber auch Hollywood Tours, komme ich gleich nochmal kurz drauf. Und das Petit Paris Restaurant irgendwann mal drin war. Also 1988 ist das ganze Teil hier gebaut und ich denke, dass es ganz schlau war, weil die Umwohnenden, also die Leute, die da hinten wohnen an der See, dürfen ja eigentlich nicht so viel mitbekommen von der Lärm. Und da baut man eine Indoor-Halle. Ist das genial? Nein, das ist einfach nur schlau, meiner Meinung nach. Man baut eine Indoor-Halle, eine Achterbahn im Dunkeln, dann braucht man ja eine Halle, die kann man isolieren, auch gegen den Lärmschutz, muss ja dunkel sein da drinnen. Da könnte man dann auch noch Hollywood-Tours reinmachen, also man hätte zwei Fahrgeschäfte in einer Halle, mit einem Restaurant auch noch eine ganze Zeit dazu, wo man eigentlich nichts mitbekommen hat. Wenn man dann an die andere Seite gewohnt hat, hört man ja gar nichts. Ich stehe ja jetzt gerade vor die Achterbahn, ich höre nichts, an die andere Seite hat man das auch nicht gehört. In 2002 haben sie dann dieses gebaut hier. Woostown hat da geöffnet und da drin kennen wir natürlich die der Spinning Coaster, also der Spinning Wilde Maus Coaster, was da gebaut ist, Vinyas, Fair und Force ist da auch drin, auch davon hört man eigentlich gar nichts. Da sind noch ein paar Fahrgeschäften drin und auch das ist genauso wieder gebaut, dass man eigentlich gar nichts mitbekommt von der Lärm. Also zwei Indoor-Achterbahnen nebeneinander, ja, also die erste Indoor-Achterbahn super, die andere Indoor-Achterbahn fängt die Genialität schon langsam an. Warum? Zeige ich euch gleich. Also wir laufen mal runter und gehen mal in Fantasy rein und schauen uns da mal ganz genau an, warum das da auch alles so gebaut ist, damit man eigentlich, meiner Meinung nach, nochmals immer meiner Meinung nach, nichts an der anderen Seite vom Park hört und trotzdem alles sehr gut getrennt ist und sehr genial gebaut. Also schauen uns das mal lieber ganz, ganz, ganz kurz an. Hier war sie. Der Eintritt ist noch da und das ist alles, was noch erinnert an die legendäre Dark Ride von Intermin hier im Park Hollywood Tour. 2020 ist sie dann geschlossen wegen der Wasserschaden und ich glaube, dass sie auch nicht mehr zurückkommt. Letztes Jahr sind irgendwie Bilder rausgekommen über die holländische Webseite Loopings, dass es hier drin einfach ein ganz großes Chaos ist. Findest du das genauso schade wie ich? Mach da mal einen dicken fetten Daumen hoch für dieses Video und für die legendäre Hollywood Tour. Ja, ist so. Also wir laufen hier quasi zwischen Crazy Bats und Woostown einfach runter und dann kommen wir hier auf der Platz, der auch komplett ummauert ist. Vorher stand hier noch so ein Fahrgeschäft, das war Wolkes Luftpost. Der steht jetzt weiter durch in Fantasyland, aber hier hat er vorher gestanden. Aber man sieht, dass es hier auch komplett ummauert ist. Und das würde nicht nur sein, weil es einfach schön ist und dann mit dem Bereich irgendwie abtrennen kann. Das würde auch natürlich sein, weil die Anwohner dann Lärmschutz haben. Dann laufen wir durch, also weil man eigentlich quasi dahin geht. Also nach rechts, wo man von Crazy Bats kommt, dann läuft man direkt da an der See, wo die Anwohner auch alle ihre Häuser haben. Und wenn wir jetzt nach links laufen, laufen wir so Fantasyland drin. Also wenn wir hier dann mal rumgucken, so sehen wir auch da die große Wand, die da vorne steht. Also passt natürlich mega zum Themenbereich. Auf dieser Seite ist es natürlich richtig so Fantasy, gehört zum diese Themenwelt. Aber da hinten, genau hinter die Wand, ist dann auch Rockburg. Und auch das ist meiner Meinung nach einfach nur eine mega große Wand, um eine Themenwelt zu trennen, aber auch sicher, um den Lärm hier an der nördlichen Teil vom Park wegzuhalten. Also das glaube ich schon. Mega cool gemacht. Also das meine ich jetzt ein bisschen mit genial Bau. Hier fängt das schon an, hier bei Woostown in Fantasy, im Themenbereich Fantasy, sieht man schon, dass das irgendwie echt genial ist. Weil hier hört man gar nichts mehr. Da hinten hört man gar nichts mehr, von was hier so alles abgeht. Also super, super gemacht. Also, habt ihr das andere Video von mir noch nicht geguckt? Schaut jetzt mal zurück. Also Phantasialand, Wintertraum, wo wir hier waren. Da war es hier 19, 18 Grad. Das war letzter Tag vom letztes Jahr, also 31. Dezember 2022. Und da war die Nase geschmolzen, also quasi kaputt. Jetzt ist sie wieder komplett, wie sie gehört. Daumen hoch, Phantasialand.
Aber vielleicht auch eine sehr, sehr komische Theorie von mir, aber ich glaube, dass sie bei Phantasialand sowieso schon früher beschäftigt waren mit der Lärmschutz hier im Park. Also es ist nicht nur der Baustil, der die Themawelt betreibt. Ich bin mir 100% sicher, dass es auch mit Lärmschutz zu tun hat. Denkt ihr da anders drüber, nochmals in die Kommentare rein damit. Also wenn wir zum Beispiel diese Halle hier haben, die quasi jetzt Fantasy und Berlin miteinander trennt. Da war früher, wenn man da durchläuft, von Fantasy aus nach Berlin, an die linke Seite 1001 Nacht. Also das war ja auch so Dark White, der hier gebaut war im Park. 1970 hat der dann geöffnet. Aber auch, da geht man so mit so einer Karre in so einen Mund reingegangen, von so einer Drache. Aber auch die Drachenmund, wo man reingegangen ist, war zum Süden. Also in die gegengestellte Richtung von der nördlichen Teil, wo die Leute gewohnt haben. Also an der anderen Seite hat man eigentlich wieder komplett nichts mitbekommen, weil das hat sich drinnen abgespielt. An der anderen Seite, an die rechte Seite, wenn man durch die Halle läuft, ist dann irgendwann Galaxy gekommen. Und auch das war wieder ein ganz großes Ding, das drinnen war. Also da könnte man auch wieder nichts hören. Also ich denke, dass Phantasialand immer schon ein bisschen beschäftigt ist an dieser Seite vom Park und auch an der anderen Seite, das zeige ich gleich, mit der Lärmschutz. Und das Trennen von den Themenwelten ist natürlich irgendwann in den Jahren ein super Extra gewesen, um das alles so miteinander zu kombinieren. Denke ich, meine Theorie. Wo stehen wir dann auch? Mitte in Berlin. Man hört es, viel Musik. Komischerweise hört man dann die andere Seite, da an Fantasy schon gar nichts mehr von Berlin. Also ist natürlich auch hier komplett umbaut mit alles Gebäude, die dann Berlin ausstrahlen und sorgt natürlich vor, dass alle Musik, der hier dann auch drinnen abspielt, auch direkt hochgeht und eigentlich auch wieder komplett geschützt ist von den anderen Themenwelten, aber auch von, wie schon öfter gesagt, der anderen Seite, wo die Leute wohnen. Also auch das hier, wie es dann gebaut ist, hat alles damit zu tun, dass ich es einfach genial finde, dass jeden Themenbereich so sehr besonders zusammengesteckt ist. Wir laufen jetzt in Richtung Rohburg, weil das ist natürlich das letzte Themengebiet, was dazugekommen ist, mit der Mega Coaster Fly. Und da ja, geht die Genialität einfach weiter. Genauso wie wir nachher an die andere Seite vom Park auch bei Klugheim und Afrika und Chinatown noch sehen würden. Also Rohburg, da machen wir jetzt mal erst. Man sieht es ja eigentlich schon, wenn man auf Rohburg zuläuft, also von Berlin aus nach Rohburg, hier steht es ja ganz klar, da geht man rein und dann kommt man ja komplett in eine andere Welt. Und das ist, was ich meine mit genial bauen. Also es ist ja eigentlich voll krass, wenn man es nicht weiß, würde man so vorbeilaufen und gar nicht ahnen, dass da hinten eine ganz andere Welt ist. Das ist super, das mag ich schon von da sein. Der Hammer. Wir gehen mal rein. Also wir sind jetzt hier in Rohburg und man kann dann sehen, auch diese Wand hier, die komplett so rumgeht. Also ist dann eigentlich die Wand hier hinten, also die Tür da quasi, was da unten ist. Die Tür da unten ist zum Beispiel schon die Tür nach Fantasy, nach das Themenbereich Fantasy. Also man sieht, dass hier komplett also ein Themenbereich getrennt wird von einem anderen Themenbereich, aber trotzdem auch für den Lärmschutz mega geschützt ist. Weil von dieser ganzen Achterbahn, von das ganze Fly hier oder das ganze Rohburg, hört man in Fantasy eigentlich fast gar nichts. Also eigentlich gar nichts. Wir gehen jetzt mal weiter am Park Richtung Afrika und da geht es einfach weiter, wenn nach meiner Meinung nach alles so gebaut ist, dass es für jeden, der hier in der Nähe von Phantasialand wohnt, einfach erträglich ist. Also das hier ist Rohburg. Sehr gut gemacht. So Freunde, der Themenbereich Rohburg, Berlin, aber auch Fantasyland lassen wir jetzt einfach mal hinten uns. Gehen mal an die andere Seite schauen, in Deep Afrika, in Klugheim. Meiner Meinung nach gibt es da noch ganz viel weiter zu erzählen über die geniale Bauart hier in Fantasyland. Schau uns das mal an. Aber mal ganz ehrlich, ebenso zwischen uns,
es ist einfach der Hammer. Von da sein hat man, kann sagen, was man will. Also, wo man hier auch kommt und ob es jetzt wegen Lärmschutz ist oder Themenbereiche trennen oder egal was, all die Theorien, die ich jetzt irgendwie in meinem Kopf habe, sind scheißegal, weil von da sein hat einfach der Hammer ist. Und ich bin einfach mega froh, das habe ich letzte Video auch schon gesagt, dass ich hier nur eine Stunde entfernt wohne und kommen kann, wann ich will. Was dir natürlich auffällt, ist, dass der Talukan noch ziemlich hoch gebaut ist. Also wenn wir so gucken, geht das schon ziemlich in die Höhe. Wenn wir dann die andere Seite drehen, haben wir der Black Mamba. Der Anfang von der Black Mamba ist natürlich noch ziemlich hoch. Dann hat man da hinten noch die Rolle, ist dann auch noch ziemlich hoch. Aber der Rest von Afrika, also komplett Deep Afrika, aber sicher Black Mamba, ist ganz tief gebaut. Und das sorgt natürlich auch wieder dafür, dass man das Themenbereich komplett trennen kann von das andere Themenbereich Mexiko, das eigentlich hier schon anfängt mit Chiapas, der hier gerade auch noch runter rauskommt. Aber man sorgt auch dafür, dass natürlich die Umwohner, die hier im Park, kein irgendwie etwas sagen können über Lärmschutz, weil ja, alle Lärm, der hier ist, geht direkt hoch oder ist komplett umbaut. Also, es hat mich, ich weiß, vielleicht nerve ich euch ein bisschen damit, es hat mich aber mega interessiert, warum Fantasia nicht weiter erweitern kann und warum sie eigentlich immer nur auf der gleichen Platz etwas abbauen und wieder neu aufbauen. Und warum sie das so genial machen. Und warum überall große Wände benutzt werden. Das ist mir sehr aufgefallen. Ja, also, ganz ehrlich, wie sie das machen, sie versuchen das für den Gast und sehr angenehm zu machen und das machen sie, kann man nichts von sagen, aber sie versuchen es auch wirklich für die Leute, die hier rumwohnen, sehr gut zu machen, durch einfach den Lärmschutz zu minimalisieren und meiner Meinung nach eigentlich komplett wegzunehmen. Und das ist etwas, was ich sehr besonders finde, weil der Freizeitpark natürlich viele Geräusche mit sich mitbringt, aber wenn man das komplett wegspielen kann an der anderen Seite, im nördlichen Teil vom Park, ja, das finde ich schon sehr besonders und sehr, sehr cool. Und dafür kriegt von mir Phantasialand viele Male mehr wie dicke fetten Daumen. Und natürlich was ganz anderes, was Phantasialand natürlich sehr, sehr gut beherrscht, ist die Leute in die Gasse und uns das Gefühl zu geben, dass wenn du in den Themenbereich reinläufst, auch wirklich das Gefühl hast, dass du nur in der Themenbereich bist, du siehst nichts anderes und du hast wirklich das Gefühl, du bist mal eben irgendwo ganz anders. Also wenn du hier hinten mal guckst, ich zeige dir das gleich mal, ist das wirklich irgendwie der Hammer. Und das macht Phantasialand sehr gut. Das hat man in Klugheim, das hat man in Fantasyland, das hat man in Rohrbrunn, das hat man in Berlin. Das hat man eigentlich in jedes Themengebiet, wo man hier kommt, hat man das Gefühl, dass man eben komplett irgendwo anders ist. Und bevor es weitergeht, hier mit unserer Tour Deep Afrika in Richtung Klugheim und Scheiner Daumen hoch, der Rest angucke, gehen wir ganz kurz zurück nach wo wir heute Morgen angefangen haben. Puff! Yes, wir machen eben schnell einen Sprung nach der anderen Seite vom Park zurück, wo ich heute Mittag angefangen habe. Einfach nur, weil ich eben schnell zeigen möchte, was es so genial macht, der Baustil und wie es gebaut wird hier von Phantasialand. Gleich ist es dunkel, könnte ich es nicht mehr zeigen, deswegen jetzt. Passt auf! Also da hat man die Innenhalle, wo Crazy Beds ist. Dann haben wir das kleine Stück dazwischen, was Crazy Beds quasi verbindet mit Woosdown, der kleine Platz, was da war, der auch so rund gebaut ist. Da haben wir dann Woosdown, wo dann Vinyas Fair und Force drin ist. Und hier haben wir die Megawand, die Fantasyland eigentlich trennt von an der anderen Seite Rohrburg. Also es ist eine Trennung von Action, Themenwelten, aber auch sicher von Lärm. Ich wollte euch nur mal eben zeigen, dass das wirklich genial ist, weil so kann man einfach über all die Jahre, das Phantasialand schon besteht, auf so einem kleinen Platz trotzdem gut zusammenleben mit Leuten, die eigentlich direkt am Park dran wohnen. Also das war eben von hier. Jetzt gehen wir ganz schnell zurück nach Deep Afrika. Yes, zurück in Deep Afrika, verlassen wir auch wieder Deep Afrika, um in Richtung Klugheim und Chinatown zu laufen. Ja, da habe ich noch ein paar kleine Sachen zu erzählen und da sehen wir uns gleich von da wieder. So Freunde, das letzte, was ich euch noch erzählen will, ist natürlich das Schmuckstück vom Park. Also wenn man dann redet über genial bauen, dann redet man natürlich auch über Klugheim. Also ganz ehrlich, das ist natürlich echt genial gemacht und ich denke, also ich zeige euch das mal. Das mache ich jetzt hier von die Brücke zwischen Klugheim und Mexiko, zeige ich euch mal genau, was ich so meine. So Leute, Klugheim.
Das ist das letzte Stück, was wir uns noch anschauen müssen. Also, ja. Wenn man über genial bauen spricht, spricht man darüber auch über Klugheim. Was eine Themenwelt ist das. Aber man sieht da auch die ganze Wand. Ja, da hinten ist quasi der Bereich, wo dann Leute wohnen, also wo die Anwohner wohnen. Also ich denke, dass es einfach der Wand hier auf jeden Fall da ist, um der komplette Themenbereich auch echt von der Außenwelt zu trennen. Aber andererseits würde es natürlich auch wieder was mit Lärmschutz zu tun haben. Es ist auch eigentlich scheißegal. Es bleibt einfach, das ist ja einfach der Hammer. Also ganz ehrlich, Klugheim ist genial. Und alles hier ist genial gebaut. Wirklich wahr, super. Doch sehr, sehr gut kann und genial ist das Essen. Also es ist bezahlbar. Ich habe jetzt für eine Pommes mit Bratwurst und mit Cola 8,40 Euro bezahlt. In anderen Parks ist das manchmal gar nicht zu bezahlen und es ist kalt, es schmeckt nicht. Ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, das ist auch genial. Es schmeckt immer, es ist immer warm und meiner Meinung nach sehr bezahlbar für einen Freizeitpark. Sicherlich vergessen dürfen mitzunehmen, das ganze Video über genial Bau hier von Daseland ist natürlich Mystery Castle. Die Intermin Bungee Drop Tower, der seit 1998 im Park steht, also natürlich gebaut wie ein Schloss, ein riesiges Castle.
Also auch damit denke ich, dass ich schon richtig beschäftigt war. In 1999, weit davor auch schon, aber mit Lärmschutz und mit, wie man sich irgendwie was eigen machen kann. Weil Mystery Gas, wenn man da reingeht, hat man natürlich früher, hätte man da noch der Walktour, wo man durchgelaufen ist, wo dann die Erschrecke standen, das ist nicht mehr. Also jetzt kann man einfach, der Walktour ist er noch, der Q-Line ist es quasi, da kann man so durchlaufen, aber da sind keine Erschrecken mit drin oder so. Ja, Mystery Castle. Einfach besonders. Und durch dass der drinnen gebaut ist, einfach mal was ganz, ganz anderes. Mystery Castle. Nicht wegzudenken aus von da, sondern Hammer. Ja, Freunde, und da, wo ich heute Morgen das Video gestartet bin, da würde ich es jetzt auch beenden. Also ich habe euch heute ein bisschen meine eigene Theorie so erzählt über das Phantasialand. Aber ich kann da viel, viel drüber reden. Brauche aber nicht. Phantasialand ist einfach genial und genial gebaut. Und das ist einfach, wie es ist. Meiner Meinung nach. Also, liebe Freunde, hat euch das Video gefallen? Macht einen dicken, fetten Daumen hoch. Und seid ihr noch nicht abonniert, macht das mal. Wir haben übrigens die 100 Abonnenten geschafft und das freut mich so riesig. Also vielen malen Dank, ich weiß nicht, mega zu schätzen. Seid ihr aber noch nicht abonniert, abonniert dann mal auf meinen Kanal, damit ich euch kostenlos mitnehmen kann, auf all meine Abenteuer in die Freizeitparks und die Gabe zu machen. Also liebe Freunde, in diesem Sinne, haut rein und bis nächstes Mal. Bock drauf!